Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja, willkommen zurück zu Cities Skylines. Und ja, wir sind in dieser Übersicht, die habe ich extra gemacht, damit ich nicht vergesse, hier Rohre zu verlegen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Eins. Lieber hier. Zwei. Drei. Und das letzte dann noch einmal. Und ich sehe schon hier diese ganzen Stromzeichen aufkommen. Und ich habe schon wieder Angst. Was ist da los? Wir haben doch so viel Strom, den wir produzieren. Ich kann das jetzt gerade... Oh Gott. Warum? Was ist denn los hier? Also, der Kollege hier... Oh, was? Was? Wie nicht genügend Öl? Oh, bitte. Macht er das nicht automatisch, dass er sich das Öl holt? Oh, das darf doch nicht sein, oder? Ich meine, wir könnten es verschieben, hier hinten hin. Oh, was ist denn hier los? Nicht genug Wasser? Oh. Ja, da haben wir wohl was vergessen irgendwann mal. Ich hasse diese Rohre, dieses Verlegen, es ist so nervig. Das hätte man sich echt sparen können. Also das ist so mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Rohre verlegen, also das ist echt scheiße. So. Zack. Müsste reichen, ne? So, was ist denn jetzt hier? Warum haben wir hier auch keinen Saft? Na gut, Saft ist generell jetzt gerade ein bisschen wenig da. Hier sind Tote. So, die stampfen wir hier mal weg. Aber dass sich hier überhaupt keine Industrie irgendwie bildet, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt hier nicht so dramatisch. Ach so, Öl Producing Company. Okay. Okay, wieso haben die keinen... Ach ja, die, ja, super. Die haben keinen Strom. Und warum nicht? Weil wir den Saft natürlich hier... Oder ist es nur nicht verbunden? Es ist, glaube ich, gar nicht verbunden. Ne? Ich mache das mal hier so. Zack. Ich hoffe mal, das bringt was. Ah ja. Also jetzt haben wir zumindest wieder hier... das Ding am Pumpen. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir hier jetzt auch beim Ölkraftwerk dann... Ah ja, wunderbar. Gott sei Dank. So, gucken wir mal. Ah ja, wunderbar. Sehr schön, juhu. Alles bestens. So, jetzt wollen wir natürlich auch bei diesen Gebieten hier das zuweisen. Ist doch ganz klar. Und ich würde sagen, wir gehen wieder auf Masse. Komisch, dass das hier immer so häppchenweise ist. Gar nicht nervig oder so. Weil wir Idiot hier diese Straßen nochmal so durchgezogen habe, aber ich möchte ja halt auch, dass hier ein guter Verkehr herrscht. So, Rest machen wir wieder blau. Okay. Hier vorne, das sticht auch direkt ins Auge. Können wir eigentlich auch hier so ein Waldgebiet mal machen?
Einfach mal eine Straße, wobei da müssen jetzt keine Leute wohnen. Können wir ja auch Büros machen, ja, Waldbüros. So. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, sparen wir mal auf eine Uni, oder? Oder für eine Uni. Und danach gucken wir uns nochmal ein bisschen Verkehr an, ob wir hier nochmal ein paar Buslinien machen können. Ah, scheiße, hier fehlt noch eine Grundschule, wie ich das sehe. Na gut. So. Oh, das ist auch wieder schlecht. Warum? Ist das noch nicht so richtig im Betrieb? Ich meine, da, die stehen ja hier. Oberschule. Können wir denen vielleicht ein bisschen mehr Budget zuweisen, der Schule? Bildung. Zack, 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 zack. Vielleicht wird es dann besser. Oh, oh. Hier ist Feuer. Und wieso viel... Oh Gott. Scheiße. Ja, jetzt oder was? Brennt das hier einfach? Dabei haben wir hier doch eine Feuerwacht direkt hier neben. Unglaublich. So, und jetzt fehlt uns wieder Strom. Oh. Warum? Doch nicht, weil hier neue Gebäude schon sind. Was ist los hier? Im reduzierten Betrieb. Öl gespeichert für 2 Wochen. Junge, gib Gas hier. Gibt's doch gar nicht. So, wir brauchen Ölfirmen hier, ne? Diese beiden, diese eine Pumpe oder was ist das hier? Tja, wir haben eigentlich nur diese Pumpe hier. Naja, immerhin sind da wirklich schon ein paar Mitarbeiter. Das ist ja schon mal was Feines. Aber ich hatte mir eigentlich so ein bisschen mehr erhofft, was hier jetzt ist. Wir können ja hier nochmal so ein kleines Gebiet daneben basteln. So, nochmal so ein kleines... Ich meine, das ist ja häufig so bei so großen Firmen. Da leben die Leute einfach nur für ihre Arbeit. Warum nicht auch hier? Ne? Warum nicht auch hier? So, dann machen wir hier so ein paar Einkaufszeugs. Und danach dann wirklich hier Wohnungen. Und dann sollen die Leute da einfach wohnen, um... hier beim Öl zu arbeiten. Eine Schule oder so. Ja, vielleicht machen wir auch noch eine kleine Schule hin, aber naja, die können da ja auch ein bisschen in die Stadt fahren für. So. Wenn das mal nichts ist, liebe Leute. Also die Leute, die hier wohnen sollen. So, was war das jetzt wieder für eine Info? Kreuzung und Verkehr. Ja, das ist... Das wird uns noch einholen, wenn es uns nicht schon eingeholt hat. So, was ist jetzt bitte los hier? Hallo? Wieso haben wir hier nicht genügend Treibstoff? Das Problem ist, dass hier dieses... Dass dieses Gewerbegebiet hier nicht wirklich... ja. Nicht wirklich anfängt hier Sachen hinzubauen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Also hier ist ja gar nichts, bis auf diese beiden Dinger. Das hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen cooler vorgestellt. So, hier den Stau, den übersehe ich einfach mal dezent. Das können wir eigentlich auch mal zuweisen. Oh. Oh, jetzt ist aber hier, was Strom angeht, ist jetzt aber übel, ne?
Huiuiuiuiui, alles außerhalb ist ohne Strom. Vielleicht doch ein Wasserkraftwerk oder so. Ich weiß es nicht. Können ja mal gucken. Wie funktioniert das denn? ...56.000? Leck mich am Arsch, ey. Denn lieber sowas, oder? Dann aber lieber mal sowas. Ist auch teuer, aber naja, das ist immerhin zuverlässiger Saft. So, den speisen wir hier mal ein. Dann gucken wir mal, ob es besser wird. Ja, zumindest jetzt hier im Bereich. Oh Mann, ey. Also diese Windturbinen hier, die fortschrittlichen, die, also ist schon klasse, ne? Dafür, für den Preis... 12.000, ich meine, die normalen kosten 6 und leisten 8, 0 bis 8. Und 8, da muss man schon echt Glück haben. Und das stört. Und das hier stört eigentlich jetzt nicht so. Finde ich schon praktisch. Gefällt mir. Ja, trotzdem ist unsere halbe Stadt hier ohne Saft. Was natürlich nicht so prickelnd ist. So, so schlimm hier oder was? Friedhof. Ja gut, dann kommt hier dann irgendwann unser dritter Friedhof hin. Wir können ja mal gucken, so teuer können die ja eigentlich nicht sein. Genau, mitten rein hier. Naja, hier ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, hat natürlich auch wieder keinen Strom, weil hier nichts gebaut wird. Schon doof. Reicht das? Gerade, ne? Gut. Haben wir hier unsere Ölkolonie, aber noch ist hier nicht wirklich was los. So, Müllprobleme haben wir auch mal wieder. Ist ja mal wieder was ganz Neues. So, machen wir mal wieder Normalbetrieb draus, damit hier mal wieder so ein bisschen Öl, so ein bisschen was hinkommt. Nicht genügend Treibstoff. Was macht hier unser Ölkraftwerk? Ja, läuft wieder, sehr schön. Strom sollte also wieder im grünen Bereich sein, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ach ja, es gibt immer was zu tun. So, und wir haben dann bald unser nächstes Ziel erreicht. Oh, und derzeit haben wir richtig viele Leute, die hier zukommen. Deswegen würde ich hier nochmal, ja, wobei wir machen, reizen es nochmal so ein bisschen aus, so dass wir nächste Folge dann direkt den Aufstieg haben. Ja, ansonsten haben wir hier was von Bahnhof gehört, ne? Da können wir mal kurz gucken. Ach ja, Buslinien wollte ich ja streng genommen auch nochmal machen. Oh, 60.000. U-Bahn, ne? Ist bestimmt auch cool. Ja, ist auch nicht so schlecht, ne? Also wir brauchen eigentlich sowohl Bus als auch U-Bahn, früher oder später. Und umso früher, desto besser. Ja, ich würde sagen, um den Verkehr kümmern wir uns dann mal in der nächsten Folge. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ja, ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei City Skylines. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wäre wirklich sehr nett. Macht's gut.
Bis dann, und ich suche mir noch hier ein schönes Bildchen. Hier, die Turbinen haben uns hier natürlich so ein bisschen den Hintern gerettet. Die haben es verdient, als Thumbnail genutzt zu werden. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.